Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Weile des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen, die volle Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr Ihnen Gott helfe? Was als eine dramatische Übertreibung amerikanischer Spielfilme klingt, hat eine tiefere Bedeutung. Die Wahrheit, die wir sagen, ist nicht immer die volle Wahrheit. So wie der Dieb, der mit dem Brustton der Überzeugung sagen kann, ich habe keine einzige Flasche Wein gestohlen, während er Acht geben muss, dass die zwei Flaschen Bier in seiner Innenjacke nicht zu klimpern anfangen. Es scheint einen Unterschied zu geben zwischen dem Richtigen und dem Wahren. Herr, wenn wir in der Heiligen Schrift lesen, wenn wir das Evangelium betrachten, dann schenke uns immer wieder die Erkenntnis, dass es um die Wahrheit geht, um die Heilswahrheit deiner Botschaft. Dass in deinem Wort so viel mehr ist als bloß Richtigkeit. Ich glaube, wir alle erleben das in unserem täglichen Kampf um ein gutes und ordentliches Leben. Dass wir immer wieder uns auf die Schulter klopfen und sagen, jetzt habe ich das, was ich tun muss, getan. Alles andere ist Kür. Wir können das auf das, was der Tag uns heute wahrscheinlich bringen wird, sehr gut herunterbrechen. Wir sind nicht schwarz gefahren, aber haben unseren Platz auch nicht dem älteren Herrn angeboten, der ihn eigentlich ganz gut hätte gebrauchen können. Wir sind nicht über Rot gefahren, vielleicht knapp über Gelb, aber diese eine Situation da bei dem Rechts vor Links, da habe ich schon sehr stark auf meiner Vorfahrt bestanden und mit der ein oder anderen Geste vielleicht auch nicht meiner Gelassenheit Ausdruck verliehen. Ich habe 45 Minuten unterrichtet, aber manchmal die Schüler übersehen. Ich habe das Essen gekocht, aber den letzten Feinschliff, die Liebe, nicht wirklich hineingelegt. Ich glaube, jeder von uns kann ähnliche Beispiele finden. Herr, es geht, wenn wir deine Freundschaft leben wollen, um so viel mehr als bloß das Geschuldete zu tun. Das Recht und der Anspruch werden uns nicht in den Himmel bringen. Wir wissen sehr gut, und die Schrift lehrt es uns, dass wir vor dir keine Rechte haben. Dass wir von deiner Gnade, von deiner Großzügigkeit leben. Bekehr unsere Herzen heute, dass wir im Umkehrschluss nicht aus Pflicht, nicht aus Zwang in deiner Nähe unsere Zeit fristen. Sicher auch im Geistlichen haben wir diese Momente, die häufiger vielleicht vorkommen, als man denkt, wo wir auf die Uhr schauen und sagen, jetzt muss ich Gott aber noch seinen Teil geben. Jetzt muss ich diese Minute und jene Minute noch rumbringen. Ich glaube, es ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man das auch durchhält, weil es einfach auch unsere Treue beweist, unsere Beständigkeit. Und das ist für Gott schon ein Wert, der ihm sicher große Freude auch bereitet. Aber wir wissen, dass da, wo wir in unserem Herzen mehr spüren, wo wir tiefer in die Freundschaft zu Gott eintauchen wollen, es nicht darum gehen kann, Gott einen Teil zu geben. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat es so schön umschrieben, wenn er sagt, wir können nicht auf Probe lieben. Wir können nicht Gott einen Teil unseres Herzens schenken. Wir können es nicht vierteln und fünfteln und dritteln und das jeden Tag neu bemessen. Herr, du willst unser Herz ganz haben. Du willst unser Denken und unseren Verstand ganz haben. Du willst unseren Willen ganz haben. Und wir nehmen im alltäglichen, im natürlichen Leben Anleihe, wenn wir
an Beziehungen denken, an Ehen denken, an Partnerschaften denken, wo der andere uns so viel bedeutet, dass wir an die Grenzen von Kalkulation und Berechnung stoßen, wo wir Menschen im Leben haben, die uns abgrundtief lieben und wo wir antworten wollen, wo wir nicht abmessen, sondern ein ganzes Ja geben möchten, ein Alles. Der jüdische Philosoph George Fletcher hat das sehr schön unterschieden mit dem Begriff der Loyalität. Es gäbe, sagt er, eine minimale und eine maximale Loyalität. Die minimale Loyalität umschreibt er mit dem Schlagwort: Du sollst mich nicht betrügen. Und wir kennen die Situationen, in denen minimale Loyalität verletzt wird, wo in der Ehe Betrug einzieht, Lästern und Tratschen, wo der Kontakt zwischen Eltern und Kindern abgebrochen wird, wo Hochverrat und Spionage begangen wird, wo wir so leben, als ob es Gott nicht gäbe, wo wir den Glauben verraten, vielleicht Gott sogar verleugnen oder sich seiner schämen. Bei dieser minimalen Loyalität müssen wir mit der Kraft unseres Willens dagegen arbeiten, dass wir diesen Mindeststandard halten. Das Tröstliche ist, dass diese minimale Loyalität nicht Sache des Gefühls ist, sondern wirklich Sache der Willensentscheidung. Und Herr, du forderst uns auf, sehr nachdrücklich immer wieder im Evangelium, dass wir dich und deine Freundschaft nicht verleugnen und das in unserem Alltagsleben auch sichtbar machen. Bei der maximalen Loyalität, da geht es um mehr als bloße Disziplin. Fletcher überschreibt diese maximale Loyalität, die ich gerne als Hingabe bezeichne, mit dem Schlagwort: Du sollst mit mir eins sein. Herr, wir spüren, dass wir das mit einer reinen Willensentscheidung nicht alleine schaffen. Mit dir eins sein, mehr noch als mit einem Menschen eins zu sein, setzt eben dich als Gegenüber voraus, dass wir dich in unser Leben ganz hineinlassen und dass wir unser Leben formen lassen, damit es kompatibel wird mit deinem, ohne Angst zu haben, dass es uniform wird, weil du meine Berufung und meine Fähigkeiten kennst und sie zur Vollendung führst. Mit Gott eins zu sein heißt auch, mit mir eins zu sein, ein Leben zu haben, das aus einem Guss ist. Mir imponieren immer die Polizeibeamten, die auch in ihrer Freizeit im Dienst sind, weil es kein bezahlter Job ist, sondern weil das ein Beruf ist, den man nicht abstreifen kann. Ein Arzt, der auch auf der Straße und in seinem Feierabend nicht zögert, dem Nächsten zu helfen. Ein Priester, der eben auch nach 16 Uhr für seine Gemeinde zu finden ist. Und wir können die Reihe unendlich fortsetzen. Herr, schenke mir heute Großzügigkeit, dass ich den ganzen Tag über versuche, die Nähe zu dir zu suchen, ein Leben zu leben, das andere fasziniert und fragen lässt, woher kommt diese Kraft, woher kommt diese Energie? Lass uns niemals vergessen, dass alle Überzeugungskraft, aller Glanz, alles Licht von dir kommt. Und nehmen wir uns die Mutter Gottes zum Vorbild, die wie der Mond das Licht der Sonne, so das Licht Christi in die Welt spiegelt. Tun wir es ihr heute gleich. Ein ganzes Leben, ein volles Leben, nichts als das Leben mit Christus. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.